Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Music News. Mit dem Schlager Der lachende Vagabund wurde er berühmt. Fred Bertelmann war in den 1950er und 1960er Jahren einer der erfolgreichsten Schlagerinterpreten. Nun ist er mit 88 Jahren verstorben. Der Unterhaltungskünstler starb am Mittwoch im Alter von 88 Jahren, wie sein früherer Manager und Freund der Familie Michael Hilken sagte. Bertelmann wurde durch das Lied Der lachende Vagabund bekannt. Der in Duisburg geborene Sänger lebte zuletzt in Berg am Starnberger See. Dort sei er friedlich eingeschlafen, sagte Hilken. Bertelmann war seit 1966 mit der früheren Fernsehansagerin und Schauspielerin Ruth Kappelsberger verheiratet. Fred Bertelmann war in den 1950er und 1960er Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerinterpreten. Die Platte mit dem Titel Der lachende Vagabund ging weltweit 5 Millionen Mal über den Ladentisch. Hören wir kurz in seinen Welthit hinein. Was ich erlebt habe, das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben. Meine Welt ist bunt. Seit dem Start von Deutschland sucht den Superstar 2002 versucht er sich als Sänger zu beweisen. Doch immer wieder scheiterte Menderes in den Castings. Nur zweimal schaffte er es in den Recall. We're not alone. I am here with you. Do you fall away? Besonders amüsant waren seine Auftritte immer. Am Samstag, den 25.01.2014, ist er wieder auf RTL ab 20.15 Uhr zu sehen. In DSDS.